doch. Warte. Okay, einen wunderschönen guten Freitagmorgen da draußen. Und wenn ihr jetzt da seid, vielen Dank. Dann habt ihr nämlich entweder meine Ankündigung nicht ganz genau gelesen, was total okay ist, oder ihr habt gemerkt, dass ich einen kleinen Fehler gemacht habe, denn ich habe noch die alte Uhrzeit reingeschrieben von damals im Sommer. Aber umso schöner, dass ihr jetzt da seid und vor allem total schön, dass du da bist, liebe Anja. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Sehr. Ich war bei Anja auch schon selbst mal zu Gast im Expertenaustausch. Für alle, die sie nicht kennen, ihr habt echt was verpasst, aber das könnt ihr jetzt ja nachholen. Anja Förster ist, wie soll ich das sagen, ganz viel Coach, unter anderem Autorin, Podcasterin, Mutmacherin, auch Führungskräfte, Coach und selbst jahrelang Führungskraft gewesen und eine echte Powerfrau. Ich glaube, das ist zwar ein bisschen ausgelutscht, aber ich finde, bei dir passt das so gut. Danke. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ja, auch ich habe die Ankündigung nicht genau gelesen. Auch mir unterlaufen diese Fehler. Aber wir sind beide da, das ist aber offensichtlich hat sich ja dann 8.45 Uhr schon ein kleines bisschen etabliert. Das freut mich, weil es haben wir jetzt auch erst dreimal gemacht oder so. Aber wie gesagt, also jeder kann sich auch im Nachgang noch das Video anschauen und auch Fragen werden noch hinterher beantwortet. Die eine Frage heute, es ist fast lustig, muss ich kurz erzählen. Heute Morgen beim Frühstück wollten meine Mädchen wissen, was denn heute, also sie sind 9 und 7, was denn heute so die Frage ist. Und dann habe ich gesagt, was ist ein Seelenpuzzle? Und dann haben die mich angeschaut und die denken ja immer, ja, Mama macht irgendwas mit Texten. Das muss alles irgendwas mit Texten zusammen zu tun haben. Und dann haben sie verstanden, was ist ein Silbenpuzzle? Ah, auch passend. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, das Seelenpuzzle, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, es hat auch irgendwie im weiteren Sinne was mit meinem Business zu tun. Und das ist ja eben auch der zweite Teil der Frage. Der erste Teil ist, was ist denn überhaupt ein Seelenpuzzle? Und wie kann ich es für mein Business nutzen? Streng genommen sind es 2 Fragen, aber wir wollen da mal nicht so sein. Ja, Anja, was ist ein Seelenpuzzle? Klär uns auf. Also ich finde das ganz süß, dass deine Mädchen das so mit den Silbenpuzzle gemacht haben und vielleicht gerade so im Vorwege, ich weiß ja nicht, puzzeln deine Mädchen gerne? Jetzt inzwischen nicht mehr so, aber früher ja, aber sie haben tatsächlich jetzt so diese Silbenbögen in der 2. Klasse und so, das ist ein Thema. Aber sie puzzeln auch gerne, wenn es, jetzt müssen es mehr Teile sein als früher. Ja, ist ja klar, ne? Also bei mir sind es jetzt mittlerweile auch 2000 Teile oder 18.000 ist das größte. Jetzt kommt wieder die Puzzle-Saison. Ja, okay. Genau, draußen dunkel, kalt, puzzeln. So, also der Einstiegsgedanke ist, stell dir vor, du bekommst ein Puzzle geschenkt. Und ich habe das effektiv von meinem Papa geschenkt bekommen, ein Puzzle. Und normalerweise ist ja oben auf dem Karton das Bild, was hinterher entstehen soll. Bei dem Puzzle, was mein Papa mir aber geschenkt hat, war obendrauf nichts. Nichts. Keine Anleitung. Nichts. Keine Schablone. Nichts, ne? So, und jetzt stell dir vor, du willst dieses Puzzle machen. Du machst den Karton auf. Du weißt gar nicht, wie das fertige Puzzle aussehen soll. Hast keine Referenz. Und manche Teile liegen jetzt nach oben, ne? Die sind sichtbar, und andere Teile liegen halt so auf dem Kopf und du siehst nur meistens das graue oder blaue, den blauen oder grauen Karton. Und ein Seelenpuzzle ist genauso. Du kriegst einen Karton mit oben kein Bild drauf, aber du weißt, wenn das fertig ist, das bin ich. Aber wie ich aussehe, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, worum es sich handelt. Und wenn ich diesen Karton aufmache, dann sehe ich halt bestimmte Puzzleteile, die schauen mich an. Und das können zum Beispiel unsere Rollen sein. Ich mache mal diese Haarsträhne nach hinten, die irritiert mich. Und Rollen können zum Beispiel sein, in meinem Fall ist es jetzt Tochter. Bei dir auch, Mama. Bei manchen ist es vielleicht Schwester. Es sind aber auch die Teile, die wir kennen, die Menschen in unserem Umfeld.
die wir gerne haben. Das können Haustiere sein, das können auch schon verstorbene Menschen in unserem Umfeld sein. Die sehen wir. Das sind die Teile, die uns anschauen. Die erkennen wir und wir können die irgendwo einordnen. Und dann gibt es aber die anderen Teile, die einfach umgekehrt liegen, die wir nicht kennen, von denen wir nicht wissen, was sich da offenbart, wenn wir sie rumdrehen. Und wir wissen auch nicht, wo in diesem Puzzle sie hingehören. Und das ist, was ich mache. Ich helfe dir, diese Puzzleteile umzudrehen. Ich mache sie nicht. Die sind schon da. Aber ich helfe sie dir umzudrehen und helfe dir damit, dein Puzzle zu erstellen. Und das können wir jetzt ganz eins zu eins sagen im Privaten oder im Business, weil ich glaube halt im Endeffekt, du bist ja eine Person. Du bist die Katrin und die Katrin privat und die Katrin beruflich, ihr macht vielleicht unterschiedliche Sachen, aber du bist ja ein Bild. Eine Person, also diese strenge Trennung, die mache ich nicht. Und damit die funktioniert auch nicht. Die funktioniert. Das ist genau wie dieser blöde Begriff Work-Life-Balance. Also wenn ich arbeite, lebe ich nicht. Und wenn ich lebe, arbeite ich nicht. Funktioniert. Und ich finde tatsächlich, dass das nicht nur für Selbstständige zutrifft, sondern auf jeden. Ich kann ja nicht meine Persönlichkeit draußen an der Garderobe abgeben. Ja. Oder halt ganz anders, zum Beispiel, wenn du am Frühstückstisch mit deinen Töchtern einen Streit hast. Sie haben irgendwas nicht gemacht. Ne? Mhm. Dieses Gefühl, ich bin enttäuscht oder ich bin verärgert, hey, das nehmen wir ja irgendwo mitten an den Schreibtisch, brauchen wir uns nichts vormachen. Das beeinflusst unsere Arbeit. Und das ist aber dieses Seelenpuzzle, zu sagen, wer bin ich eigentlich? Und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Ja, cool. Also nicht nur dir, sondern allen. Das ist jetzt mein allerletztes, ich muss da mal das ein bisschen näher ranbringen, das ist mein allerletztes Seelenpuzzle, was ich gemacht habe. Cool. Und ich will uns auch gar nichts darüber erzählen, wie wir das machen. Es gibt einen ganz einfachen Prozess, den ich dann nutze und wo ich dich dann da durchführe. Mhm. Und wenn du das dann hast, und dann kannst du das nämlich auch mit deinen Mädchen machen. Ich mache das mit meinen Mädchen auch gemacht. Dann gucken wir uns das Puzzle an. Und lassen dieses umgedrehte Puzzleteil zu uns sprechen. Und dadurch, dass es zu uns spricht, zeigt es uns und sagt es uns, wer es ist, welcher Teil in uns es ist. Und das können jetzt auch wieder Rollen in uns sein, die uns nicht bewusst sind. Das können auch wieder Erinnerungen sein an Menschen, die wir vielleicht vergessen haben, aber die uns wichtig sind. Es können aber auch sein Ängste, die sich da auf einmal zeigen, die uns nicht klar waren, dass wir sie haben oder die uns wie anspringen. Es können aber auch sein, wenn du zum Beispiel, wenn du an Engel glaubst. Es könnte also geistige Helfer sein. Das zeigt sich dann alles. Und die sprechen mit einem. Und das ist ein Seelenpuzzle. Wow. Okay. Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt dieses, also wie wirkt sich das auf mein Business aus, wenn ich jetzt mal auf diesen zweiten Teil gehe? Also was ändert sich denn? Was ist dann anders, wenn ich jetzt zum Beispiel diese fehlenden Teilchen sehe und auch an ihren Platz füge und sich dann da so ein Bild ergibt? Also die platte Antwort ist, du bist authentischer. Das ist die platte Antwort. Und wir wissen alle, im Moment ist das ja, es ist schon ein ausgedroschenes Wort, ne? Sei ehrlich, sei offen, sei authentisch, ne? Keine Filter, kein Make-up, kein nix. Aber irgendwo stimmt es auch. Wenn du, je mehr du dich kennst, desto klarer kannst du kommunizieren, wer du bist. Und desto klarer kannst du auch mit deinen Kunden sprechen, kannst ihnen erklären, was du anbietest, wie du das anbietest und die spüren dich einfach besser. Mhm. Das ist so der eine Aspekt im Business. Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich auch immer wieder bei meinen Kunden sehe, dass die Klarheit fehlt und dass sie eigentlich im Grunde gleich lostexten wollen, aber die eigentliche Arbeit beginnt weit davor, ne? Mit dem überhaupt zu wissen, was man sagen will und was man auch möchte. Also mit wem will ich denn eigentlich arbeiten und was will ich eigentlich, was ist denn meine Botschaft? Und dafür ist das sicherlich auch absolut sehr großen Wert.
Absolut. Also das ist so eine Seite, aber die andere Seite, Katrin, die nehmen wir noch mit rein. Wir alle tragen verborgene Blockaden in uns. Warum kriege ich den Text nicht so hin? Warum spricht der Text nicht die Leute an, die er ansprechen soll? Warum kommen die Kunden nicht und rennen mir die Tür ein? Warum habe ich nicht das Business, was ich eigentlich mir wünsche und von dem ich der Meinung bin, da habe ich auch ein Recht drauf. Mhm. Warum lebe ich eigentlich nicht das Leben, was ich will? Und diese verborgenen Blockaden, die zeigen sich halt auch hier drinnen, in dem Seelenpuzzle. Und in dem Moment, wo sie sich zeigen, wo sie also an die Oberfläche kommen, wo sie uns bewusst werden, dann können wir damit umgehen. Dann können wir die lösen. Und dann passieren einfach, ja, ich gebe dir zwei Beispiele, die ich am größten fand und die nicht aus dem Business kommen, aber nichtsdestotrotz. Macht nichts, wie wir gelernt haben, ist es ja eh eins. Genau. Eine Frau ist zu mir gekommen, die seit Jahren mit ihrem Partner nach einem Haus in Frankreich sucht. Die hat eigentlich eine Business-Idee, ist schon ein bisschen, hat eine Business-Idee für das Haus, wie die das nutzen wollen, was sie da machen wollen, was sie, also die hat eine ausgearbeitete Vision, das Haus fehlt, seit Jahren. Und ich habe gesagt, du, jetzt lass uns doch mal das machen, mal gucken, was bei rauskommt. Sie war super, super skeptisch, hat sich auch so ein bisschen gewunden in dem Prozess, was vielleicht auch ein bisschen was zu tun hat, warum sie das Haus noch nicht hatte. Auf jeden Fall hat sie den Prozess durchlaufen, hat das Puzzle gehabt, die Collage gehabt und du glaubst es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Monat oder zwei Monate später war, haben die ihr Traumhaus gefunden. Mittlerweile ist der Vertrag unterschrieben und es gehört ihnen. Super, jetzt habe ich Gänsehaut. Also es ist wie ein Knoten, der sich da öffnet. Ach, wie toll. Okay, cool. Das zweite Beispiel, was ich uns mitgebe, ist, jemand, der ich möchte gerne einen Partner haben, der zu mir passt. Aber ich finde irgendwie immer die Falschen. Haben wir auch wieder eine Collage gemacht. Auch da, sie hat jemanden gefunden. Ob das dann immer auf Ewigkeiten alles so schön und glitzernd ist. Ja, gut. Aber weißt du, es tut sich ein Knoten auf und du kannst auf einmal etwas aus deinem Inneren rausholen, was vorher dir nicht zugänglich war. Und das hilft dir ja im Business. Ach, wie spannend. Leute, ich weiß jetzt gar nicht, wie zu sowas Banalem wie einer Webseite überleiten soll, aber die ist auch gerade noch im Aufbau ein bisschen, gell? Ich also nicht das. Im Aufbau, im Umbau? Im Umbau. Und vielleicht sollte ich dazu mal ein Puzzle machen, weil ich da auch so ein bisschen studiere beim Umbau. Also auch da fehlen noch ein paar Puzzleteile, aber ihr könnt Anja darüber auf jeden Fall kontaktieren und erreichen, wenn ihr das spannend fandet, wenn ihr noch Fragen habt und wenn ihr vielleicht mal euer eigenes Seelenpuzzle angehen wollt. Wie gesagt, jetzt ist Puzzle-Saison und das klingt sehr stimmig. Ich bin auch immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen skeptisch, aber ich fand das durchaus jenseits von Hokuspokus und da gibt es ja ganz viel auf dem Markt. Lass es uns machen. Ich glaube, das einfach ist immer so der Punkt, ausprobieren. Ja. Und eine eigene Meinung bilden. Also genau. Katrin, die Einladung an dich, an deine Community. Wenn ihr wollt, machen wir es zusammen in der kalten Jahreszeit und mal schauen, was sich zeigt. Sehr schön. Cool. Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend und ich hätte noch viele Fragen, aber heißt ja eine Frage, müssen wir vielleicht mal vertagen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast am frühen Morgen. Vielen lieben Dank. Danke auch fürs Zuschauen und ich gucke gleich mal wieder, habe ich keine Fragen parallel beantwortet. Ich hoffe, es sind keine da. Ansonsten beantworte ich die jetzt im Nachgang und stelle auch noch den Link ein zu deiner Seite. Ja, vielen Dank und schon mal ein wunderschönes Wochenende allen. Danke, tschüss. Wiedersehen.